Die Slowakei im November. Nächtliche Expedition in einen Auwald. Die Männer bereiten sich auf ein außergewöhnliches Rendezvous vor. Mit einem Säugetier, das in fast ganz Europa seit mehr als 150 Jahren ausgestorben war. Nun ist es dabei, sich die angestammten Lebensräume mit ungeheurem Elan zurückzuerobern. Der Biber. Ihre Spuren sind nicht zu übersehen. Wo Biber leben, müssen Bäume sterben. So meinen all jene, die über Biber nicht genau Bescheid wissen. Und das sind in Europa viele. Kein Wunder, Biber sind hier vor allem nachtaktiv und erledigen vieles unter Wasser. Auch den Holztransport. Seit den 70er Jahren werden sie mit großem Erfolg wieder angesiedelt. Manchen Menschen macht das geradezu Angst. Es wimmelt von Vorurteilen. Die Leute fürchten, dass Biber ganze Wälder umlegen, um sich davon zu ernähren. In Wahrheit fressen sie vornehmlich Kräuter und Sträucher. Doch wer hat das in unseren Breiten jemals mit eigenen Augen gesehen? Einen gefällten Baum jedoch erkennt jeder Spaziergänger. Allerdings nutzen Biber die zarten Rindenteile nur im Winter und ein einziger Baum reicht für lange Zeit. Von Waldverwüstung keine Spur. Die Wiener Biologin Johanna Sieber hat sich den Bibern an die Fersen geheftet. Seit 25 Jahren begleitet sie die Tiere bei ihrer Heimkehr nach Mitteleuropa. In dieser Zeit hat sie viele grundlegende Dinge des Biberlebens erforscht. Zum Beispiel unter welchen Bedingungen Biber Dämme bauen. In einem Bach wie in diesem muss der Biber einfach da oder dort aufstauen. Er staut deswegen auf, damit er das Wasser in der nötigen Schwimmtiefe hat. Schwimmtiefe sind 50 cm, also das Minimum, würde ich sagen. Aber um seine Burgeingänge unter Wasser zu haben, das heißt sicher zu haben vor diversen Feinden, staut er das Wasser auf und baut seine Burg stromaufwärts. Wer annimmt, dass Biber ihre Burgen nur an einsamen Flussabschnitten errichten, ist auf dem Holzweg. Den Nagern ist es egal, ob die Landschaft naturnah ist oder aus Beton. In diesem Wasserreservoir mitten in Wien haust eine Biberfamilie, gut überwacht von Johanna Sieber und ihrem Assistenten. Seit einiger Zeit wird hier ein Eisenbahntunnel gegraben. Die Biber kümmert das wenig. Es hat uns selbst überrascht, dass die Biber da geblieben sind. Es ist immerhin seit mehr als 2 Jahren hier Großbaustelle. Sie sind wahrscheinlich hier geblieben, weil es sowohl flussaufwärts als auch flussabwärts keine besonders guten Habitate gibt. Und hier immerhin das ganze Jahr über genügend Wasser ist und das ganze Jahr über sehr ausreichend viel Futter ist. Lärmempfindlich sind die wenigsten Wildtiere. Sie lassen sich im Allgemeinen überhaupt nicht stören, auch durch Straßenverkehr nicht und Ähnliches. Nur, dass diese Großbaustelle sie nicht gestört hat, hat uns selbst überrascht. Das traditionsreiche Institut für vergleichende Verhaltensforschung in Wien ist mitverantwortlich dafür, dass der Biber in Mitteleuropa wieder auf dem Siegeszug ist. Hier hat man Anfang der 70er Jahre den Entschluss gefasst, die Biber wieder anzusiedeln. Johanna Sieber war vom ersten Tag an dabei. Seitdem dreht sich ihr Alltag fast ausschließlich um Biber. Sie erinnert sich gerne an den Anfang ihrer Arbeit. Ja, das war eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Wir haben Bibernachwuchs im Institut gehabt. Und diesen Bibernachwuchs haben wir für unsere Arbeit
aus dem Biberbau, aus dem im Institut befindlichen Biberbau rausgenommen. Haben die Tiere den ganzen Tag, die Jungtiere den ganzen Tag lang bei uns behalten und wollten diese Jungtiere abends wieder zurücksetzen in den Bau zur Mutter. Die Mutter hat die Jungtiere nicht mehr akzeptiert und ich musste die Jungtiere wohl oder übel in Pflege nehmen und habe sie aufgezogen. Die Beschaulichkeit der frühen Jahre ist längst vorbei. Das Handaufziehen und die Erforschung des Verhaltens sind in den Hintergrund getreten. Vorrangig geht es nun um Bibermanagement. In der Praxis heißt das, Biber, die in Gärten eindringen, Parkanlagen gefährden oder sich verirren, also kurz gesagt Ärger verursachen, müssen gefangen und entfernt werden. Biber stehen überall unter Schutz, geschossen werden dürfen sie nicht. Sind die Unruhestifter in die Falle gegangen, werden sie kurzfristig in Verwahrung genommen und dann, möglichst unauffällig, in sicherer Entfernung von Schrebergärten und Alleen wieder freigelassen. Trotz jahrelanger Routine ist der Umgang mit einem Biber nach wie vor Dompteursarbeit. Ein Biss mit den Schneidezähnen hinterlässt schwere Fleischwunden. In den vergangenen Jahren hat das Team um Johanna Sieber an die 100 Biber auf diese Art und Weise übersiedelt, die Bevölkerung damit beruhigt und jede Diskussion um eine Abschusserlaubnis vermieden. Die Sache ist langwieriger, als es den Anschein hat. Bis ein Biber in die Falle geht, verstreichen manchmal Wochen. Das Rückhaltebecken des Wienflusses hat sich als ideales Biberhabitat herausgestellt. Grünzeug ist genug vorhanden, wertvolle Bäume gibt es keine und der nächste Anrainer ist weit. Wer will sich hier schon niederlassen, zwischen Autobahn und Baustelle? Biber sind hart im Nehmen. Einen Tag im Käfig samt Transport stecken sie weg wie nichts. Und ist das Wasser nicht weit, gewöhnen sie sich innerhalb von Minuten an den neuen Wohnort. Als alles seinen Anfang nahm, Mitte der 70er Jahre, galten Biber in Europa als so exotisch wie Grizzlies und Antilopen. Doch einigen Zoologen wurde nach und nach klar, dass der Biber zwar ausgerottet, sein Lebensraum aber noch intakt war. Sie ergriffen beherzt die Initiative, kauften polnische Biber und ließen sie frei. Unter anderem an der Donau bei Wien. Um behördliche Genehmigungen scherte man sich wenig und die Methode war alles andere als ausgereift. In diesem Fall war es reine Glückssache, dass es zu keinem Blutvergießen kam. Einen Biber am Schwanz zu packen, kann fatale Folgen haben. Trotzdem hat die Sache an sich funktioniert. Heute leben rund um Wien an die 1000 Biber. An Johanna Sieber ist ein Vierteljahrhundert Arbeit mit den Tieren nicht spurlos vorbeigegangen. Was mich verändert hat, ist vielleicht, dass ich geduldiger geworden bin. Es ist einerseits sehr schön, sich so lange und intensiv mit einer Tierart zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, sehr, sehr viel im Freien, sehr viel Zeit im Freien zu verbringen. Und der Effekt davon ist, dass man viel geduldiger wird. Man wird ruhiger, man wird geduldiger, man lernt es zu warten. Und das sind Eigenschaften, die mir nicht gerade in die Wiege gelegt wurden. In Bratislava, rund 60 Kilometer von Wien entfernt, hat ein Mann mit unendlicher Geduld einen geradezu sensationellen Zugang zu Bibern gefunden. Die in Österreich eingebürgerten Biber sind bis hierher in die Slowakei vorgedrungen. Will man sie beobachten, braucht man Glück und Beharrlichkeit. Verhaltensbeobachtungen sind selten, ebenso Filmaufnahmen.
Doch mit der Zahl der Biber stieg auch die Zahl jener, die sich mit ihnen intensiv beschäftigen. Unter ihnen der junge Biologe Thomas Schulig. Wie Johanna Sieber hat auch Thomas Schulig sein Leben ganz den Bibern verschrieben. Hier in Bratislava ist ihm ein Husarenstück geglückt, das weltweit keine Parallelen hat. Thomas Schulig hat mit wilden, freilebenden Bibern Freundschaft geschlossen. Sein Geheimnis: etwa 600 im feuchten Auwald verbrachte Nächte, bei Hitze und Moskitos, bei Sturm und Frost. Huligs Videoaufnahmen eröffnen der Wissenschaft den ehemals unbekannten Alltag wilder europäischer Biber. Ihr Familienleben, ihren Charakter, ihr Sozialverhalten und ihre täglichen Gewohnheiten. 4 Jahre und 3 Bibergenerationen lang hat er die Tiere Schritt für Schritt davon überzeugt, dass er für sie keine Gefahr darstellt. Der Slowake hat im Lauf der Jahre auch die Kommunikation der Biber dokumentieren können. Mehr als 20 verschiedene Laute hat er aufgezeichnet, die meisten auf Tonband, nur wenige auf Film. Eine beachtliche Geduldsleistung, wenn man bedenkt, dass Biber ihre Zeit fast ausschließlich mit Nagen und Fressen verbringen. Die Gleichgültigkeit der Biber gegenüber ihrem Beobachter ermöglicht ungeahnte Perspektiven, etwa einen Blick mitten hinein in die Biberburg. So einfach geht das hier. Man gräbt von oben ein Loch in die Burg und steckt die Kamera hinein. Den Bibern ist es egal. Extreme Nahaufnahmen vermitteln dem Laien interessante Erkenntnisse. Wer weiß schon, dass Biberzähne nicht die strahlende Frische haben, die in Comics und auf Werbeplakaten vorgegaukelt wird. In Wahrheit sind sie schmutzig gelb-orange. Nie zuvor wurden Thomas Schulig und seine Partner beim nächtlichen Kontakt mit ihren Biberfreunden gefilmt. Von Fluchtdistanz spricht hier niemand. Die Tiere lassen sich sogar berühren. Dobre, okay. Rate. Die Biber betrachten die lautstarken Menschen mit ihren Scheinwerfern als Selbstverständlichkeit. Sie lassen sich vorsichtig von einem Ort zum anderen dirigieren, ohne dabei die Ruhe zu verlieren. Wird ihnen die Sache doch zu langweilig oder zu lästig, verschwinden sie kurz im Dunkeln, tauchen dann aber einige Minuten später gleich nebenan wieder auf, als sei gar nichts gewesen. Bist ja unser. Gehörst jetzt zu uns. Erwachsene Biber erreichen ein Gewicht bis zu 30 Kilogramm. Die 11 Mitglieder der Biberfamilie lassen in Anwesenheit von Thomas Schulig auch Gastbeobachter auf wenige Zentimeter an sich heran. Na komm her, friss.
Co, čo sa ty ideš? Na druhú stranu? Papaj, nechceš soletku? Na, friss schon. Willst du keine Salzstange? Na, soletka. Na? Da hast du was zu knabbern. Biber, ärgere mich nicht. Du machst, na? Aber, nicht immer. Der Mann, der mit den Bibern spricht, ist gerade Mitte 20. Was hat ihn auf die Idee gebracht, sich für sie die Nächte um die Ohren zu schlagen? Ich weiß nicht, das war keine Idee, das ist einfach passiert. Es ist mehr oder weniger eine Erholung und vielleicht die Erfüllung des alten Traumes, den Tieren nahe zu sein und dazu noch ihre Sprache zu verstehen. Will man die Sprache der wilden Tiere, der Biber, verstehen, ist es eben notwendig, 600 Nächte mit ihnen zu verbringen. Thomas Schulig und seine Truppe sind die Ausnahme. Meist ist die Beziehung zwischen eingebürgerten Bibern und ansässigen Menschen alles andere als harmonisch. Im niederösterreichischen Pottendorf etwa herrscht zurzeit Krisenstimmung. Die Biber, so heißt es mal wieder, ruinieren den Wald. Der Zoologe Erhard Kraus von der Naturschutzbehörde und Johanna Sieber gehen den Vorwürfen auf den Grund. Die Fakten: ein paar Hektar Auwald sind überschwemmt. Die Biber haben den Fluss abgezweigt und sich zu attraktiven Bäumen Wasserstraßen gebaut. Da gibt es nicht viel Niedrigwasser, weil das sind ja so Quelltümpel aus dem Wiener Becken, ja. Da haben wir ständige Schüttung. Wer hier spazieren geht, muss mit nassen Füßen rechnen, was in einem Auwald aber nichts Ungewöhnliches ist. Der materielle Schaden für den Waldbesitzer ist nicht der Rede wert. Was hier wächst, wäre bestenfalls Brennholz und wohl ohnehin nie geerntet worden. Warum dann der Aufstand? An wenigen Stellen haben die Biber Bäume gefällt und Äcker untergraben. In Bayern wurde ermittelt, dass ein Großteil der Schadensfälle im Durchschnitt nur zwischen 100 und 150 Mark beträgt. Das steht im krassen Gegensatz zur Empörung, die Biber mit ihren Straftaten verursachen. Schaden ist mehr ein psychologisches Problem, würde ich glauben. Nicht so sehr der Holzwert, weil das ist Weichholz, kaum ein Brennholzwert. Also es ist jemand da, der halt Bäume umschneidet und das ist nicht der Eigentümer und das schafft einmal Unruhe. Genau das ist es. Das Nutzungsrecht ist da beim Menschen und nicht beim Biber oder irgendwelchen anderen Tieren. Und das ist das Wesentliche. Und fast an allen Stellen, wo der Biber arbeitet, ist das das Wesentliche. Der Schauplatz Pottendorf ist typisch. Eine graue Ortschaft, zu weit von Wien entfernt, um noch städtisch zu sein, und zu wenig ländlich, um Erholungswert zu bieten. Rund um die etwas zu breite Durchgangsstraße träumen verfallene Häuser von besseren Zeiten. Beim Dorfwirt ist die Biberkrise Tagesgespräch. Ich möchte eigentlich damit nur demonstrieren, indem dass ich Ihnen vom Familienleben der Biber erzähle, dass sich Biber nicht, wie oft angenommen wird, einfach so unglaublich rasant vermehren. Da kann ich Ihnen vielleicht ganz... Johanna Sieber und Erhard Kraus sind gekommen, um der Agrargemeinschaft Pottendorf Rede und Antwort zu stehen, die Biber zu verteidigen und, falls unvermeidbar, für sie zu bezahlen. Sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, den Biber anzusiedeln bei uns? Ist das, es gibt so viele Tiere, die Föhn, die man ansiedeln kann, die anderen für sich also wesentlich besser verträglich sind. Aus einem ganz einfachen Grund, weil zum Beispiel der Biber vom Menschen aktiv ausgerottet worden ist. Der Biber ist nicht deswegen ausgestorben, weil er keinen Lebensraum mehr hat, weil er keine Möglichkeiten mehr hat, sondern der Biber wurde im vorigen Jahrhundert einfach, schlicht und einfach ausgerottet. Das möchte ich auch was sagen. Und zwar, warum
geht man her und wird was aussiedeln und so extrem stark, ja, ohne auf andere zu Rücksicht zu nehmen. Weil wenn der Bär okay, kommt. Okay, wie geht das jetzt weiter? Der kann sich ja nicht frei, den kann man ja nicht frei vermehren lassen. Also den muss man irgendwie im Zaum halten. Nicht nötig. Die Biber halten sich selbst im Zaum. Sie legen ihre Reviere ausschließlich an Gewässern an und dehnen sie nicht endlos aus. Außerdem werden die Bestände auch regelmäßig durch Krankheiten, Hochwasser und Revierkonflikte gelichtet. Auch Verkehrstote gibt es immer häufiger. Aber an Stammtischen wie dem in Pottendorf sind die immer zahlreicheren Biber ohnehin nur ein Sinnbild für die prekäre Situation des Kleinbauernstandes und seinen traurigen Weg in die Bedeutungslosigkeit. Wir bestehen das Land nämlich 100% und tragen die Verantwortung. Und man muss schon vorsichtig mit uns auch umgehen. Und man muss sich auch denken, wir sind ein seltenes Tier auch schon geworden. Bald sind wir die, die ausgestorben sind. Nein, muss man schon dazu sagen. Ja, nein, und deswegen, vorher gehört das abgestimmt. Und man muss auch mit uns bei Zeiten reden und uns mit einbinden, dass man da entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Aber das geht jetzt eh nicht mehr. Wir können da jetzt eh nichts mehr machen. Wir sind eh nicht gefragt worden. Ein bisschen sehr viel spät. Ne? Übergangen fühlt man sich auch, enttäuscht ist man zum Teil. Ne? Wenige Tage später östlich von Wien. Ein Bauer, ein Förster, gefällte Bäume, ein verwahrloster Fischteich, das gleiche Lied. Solange die Schäden nicht großflächig und gröber gewesen sind, ist ja das ein liebes Viecherl. Nicht? Nur muss man noch halt sagen, auf der einen Seite das liebe Viecherl, auf der anderen Seite der arme Baum. Nachher. Und wenn das großflächig wird, dann geht es ins Geld auch. Nicht? Und dann fängt man natürlich ins Jammern an. Aber dann zweimal wirklich um den Baum herum. Bäume hinter Gittern und immer dieselben Fragen. Wer darf den Wald nutzen? Wer bezahlt? Müssen wir uns das gefallen lassen? Es wird jeder verstehen können, wenn in seinem Garten zu Hause ein Elefant durchtrampelt, der halt einmal im Jahr dort spazieren geht, dann wird keiner Freude haben damit. Und so ähnlich muss man das vielleicht so aussehen. Es ist völlig selbstverständlich, dass wir den Menschen, die dadurch geschädigt werden und ihrer Nutzungsrechte beraubt werden, versuchen zu helfen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber, und das ist unser Problem, dass wir immer so eine Art Gartenzwerg-Naturschutz haben wollen. Dass wir nicht den Tieren ihren Lebensraum zugestehen wollen. Dieses Stück hier, dieser alte Fischteich, der ist nicht zerstört worden, der ist vom Biber geändert worden. Er ist vielleicht für den Besitzer in seiner ursprünglichen Form nicht mehr nutzbar. Aber er ist dafür für eine ganze große Reihe von Pflanzen und Tieren nutzbar geworden. Und auch das sollte uns wertvoll sein. Der europäische Biberboom wird noch lange kein Ende finden. In einigen Gebieten sind die Biber schon häufiger als die bedrohten Feldhasen. Andere haben noch Nachholbedarf. Ungarn zum Beispiel. Bis vor kurzem waren hier die Auwälder völlig biberfrei. Mithilfe der Naturschutzstiftung WWF und mit tatkräftiger Unterstützung von Johanna Sieber und ihren Leuten soll das anders werden. Ganz 4 Monate alt, vor Mansa und ja. So. Den Ungarn sind Aversionen gegen den Biber noch fremd. Seine Rückkehr ist ein Grund zum Feiern. Für die Naturschützer, die Forscher und die Medien. Zuerst müssen wir ein paar Äste hineingeben. First we put some branches inside, and then some apples, some fruit and then it lasts the beavers. This is just first food, das ist erste Nahrung. And damit it smells, for it smells a little familiar. Then. Das Anfassen eines Bibers ist nach wie vor ein Abenteuer. Da nützt auch langjährige Erfahrung nur wenig. Oh, okay.
Die Tiere werden sich nachts aus der Holzkiste selbst herausnagen und ihre neue Heimat so alleine und auf behutsame Art und Weise kennenlernen. Ob man Biber nun für Waldschädlinge hält oder nicht, für die monotonen europäischen Kulturlandschaften sind sie zweifellos eine Bereicherung. Und aufhalten lassen sie sich ohnehin nicht mehr.